Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kastration beim Pferd. Diese Folge ist interessant für all die, die einen Wallach zu Hause stehen haben, der vor zum Beispiel nicht allzu langer Zeit kastriert wurde. Oder die einen Hengst zu Hause haben, wo eine Kastration ansteht und wo vielleicht noch eine Unsicherheit besteht, mit welcher Methode kastriert werden soll, zu Hause, in der Klinik, im Stall, liegend oder stehend. Oder auch für die, die ein jetzt Wallach zu Hause haben und die sich überlegen, ob ihr Verhalten oder das veränderte Verhalten des Pferdes vielleicht mit der Kastration in Zusammenhang stehen könnte. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass hier heute eine interne Kompetenzzirkel-Pferd-Folge entsteht mit unseren Expertinnen Michaela Nadermann, Tatjana Schmidt, Sandra Rottwill und ich, Karen Golz. Und wir haben alle eine Geschichte zu erzählen, weil wir alle Pferde haben, die kastriert wurden. Und wie das war und mit welcher Motivation wir das damals gemacht haben, das erzählen wir am Ende dieser Folge. Zunächst wird aber Tatjana uns mal einführen in die Anatomie, also in den Bereich der Geschlechtsorgane beim männlichen Pferd und uns über die Strukturen, die man dort vorfindet, aufklären, damit wir überhaupt verstehen, was bei einer Kastration überhaupt verletzt oder wo der Eingriff überhaupt stattfindet. Also Tatjana, erklär uns doch mal, was da passiert. Genau, also ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen anfangen von ganz vorne, also mich vom Hodensack sozusagen zum Prozessus vaginalis ein bisschen vortasten, weil genau um diese beiden Teile geht es am Ende, wo Schnitte stattfinden können, und da dazwischen liegt noch ganz viel, was wir heute nicht so sehr erläutern werden, aber schon mal im Groben eingehen. Tatjana, wenn du lateinische Begriffe verwendest, dann musst du die für unsere Zuhörer auch kurz erklären. Das mache ich später, genau. Das mache ich. Also ich werde auch in erster Linie deutsche Begriffe benutzen. Sehr gut. Genau. Also ich beginne einfach mal mit dem Hodensack. Das ist eben die äußere Hülle, in dem der Hoden tatsächlich samt allen anderen Strukturen liegt. Im Hodensack sozusagen, also in dem Hoden werden die Samenzellen natürlich produziert, und in den Nebenhoden reifen nachher diese Samenzellen, werden quasi die abgelagert dort, bis der Hengst dann zum Beispiel mal irgendwann auf so eine Stute steigen darf. Dann haben wir unter anderem den Cremaster. Das ist ein Muskel, der letztlich den Hoden hochziehen kann bei Anspannung und bei Kälte und den eben wieder runterlassen kann, wenn es wärmer wird oder eben auch wenn der Hengst entspannt ist. Der ist wichtig. Der wird wiederum von Nerven innerviert, die auch sehr wichtig sind, auch später in der Verbindung mit der Kastration. Denn diese Muskeln sind wieder verbunden mit der Bauchmuskulatur und auch mit diesen Muskeln, die heißen Psoasmuskeln, die kennen wir alle, die sind im Leistenspalt. Die hat der Mensch. Und dann haben wir noch zusätzlich fasziales Gewebe. Die Faszien, die kommen auch wiederum, die sind quasi links und rechts, wenn man so will, ummanteln die diesen Cremaster-Muskel. Den muss man sich so vorstellen, der geht wirklich einmal auch um den Hoden rum und geht dann wieder in Verbindung auch mit Bauchmuskeln, wo ich jetzt aber auch nicht unbedingt tiefer drauf eingehen will. Und dann haben wir wiederum direkt um den Hoden selbst haben wir den sogenannten Prozessus vaginalis, und das ist der auf Deutsch Scheidenfortsatz. Der wiederum ist nichts anderes als eine Ausstülpung des Bauchfells. Das heißt, der Abstieg des Hodens in den ersten Lebenswochen beginnt eben aus der Bauchhöhle. Der kommt so ein bisschen hinter den Nieren vor
und geht dann über die Leiste quasi, steigt das ab in den Hodensack und sind dann quasi umhüllt von einer sogenannten Tunica, also von einem Tunica vaginalis, ist im Grunde die Scheidenhaut dann. Und darin liegt dann tatsächlich der Hoden am Ende. Mhm. Und das ist wichtig zu wissen, bei der Kastration werden eben all diese Strukturen verletzt, weil wir natürlich dann Schnitte vornehmen, die eben auch nachher in die Tiefe gehen, in andere Gefilde des ganzen Körpers. Also eben nicht nur, dass wir den äußeren Hoden durchschneiden und noch diesen Scheidenfortsatz, der aus der Bauchhöhle kommt, sondern eben auch noch nachher tiefergehend eigentlich kommen, wenn man sich dann mit der Anatomie des Pferdes mal beschäftigt. Also es ist halt nicht nur ein kleiner Schnitt und dann ist es fertig. Es ist ja so, dass eine Kastration eigentlich eine Routine-OP ist und möglichst bei jungen Hengsten durchgeführt werden sollte, die gesund sind, logischerweise. Klug wäre es, wenn diese Pferde auch gegen Tetanus geimpft sind und vielleicht auch nicht ganz so, wie soll ich sagen, wild sind, wenn sie jung sind, wenn man sie dann zu Hause zum Beispiel günstig stehend kastrieren möchte. Also das sollte man immer vorher so ein bisschen abklären. Da sind wir sonst schon so ein bisschen bei diesen verschiedenen Möglichkeiten der Kastration, dass wir eben einmal stehend nur unter Sedierung und mit einer lokalen Anästhesie quasi anhand, also im Bereich des Geschehens quasi, die Pferde betäuben können. Oder wir können eben auch unter Vollnarkose kastrieren und das können wir halt sowohl in der Klinik als auch zu Hause. Wenn wir zu Hause kastrieren, ist es immer schlau, das im Frühjahr zu machen oder im Herbst, wenn es eben nicht so kalt ist, so warm ist, damit wir auch keine Insekten haben und wenn es zu Schwellungen kommt, dass die Infektionsgefahr einfach so ein bisschen geringer ist, dass die Viecher da nicht irgendwelche Eier ablegen oder sonstiges. Genau, also bevor ich jetzt nochmal diese unterschiedlichen Möglichkeiten der Kastration erkläre, gehe ich noch einmal darauf ein, dass es also wichtig ist zu wissen, dass der Hodensack die äußere Hülle ist und der Prozessus vaginalis ist wiederum direkt die Haut, die aus dem Bauchfell herauskommt, den Hoden und den Samenstrang quasi umhüllt. Und dass wir wissen, dass dieser Prozessus vaginalis, also dieser Scheidenhautfortsatz, eben aus dem Bauchfell kommt. Weil wenn man das weiß, dann weiß man, welche Methoden, welche Gefahren birgen. Und ich weiß immer nicht, ob Tierärzte das immer so ihren Kunden wirklich so erzählen. Da will ich aber jetzt nichts sagen. Ich weiß nicht, das könnt ihr ja nachher erzählen. Ich habe selber ja einen Hengst kastrieren lassen, bevor ich ihn bekommen habe. Das heißt, also ich war quasi raus. So, also fangen wir mal an. Gehen wir erstmal Richtung unbedeckter Kastration. Bei der ist es eben so, dass wir zum einen den Hodensack öffnen mit einem Schnitt und zum anderen eben auch diesen sogenannten Prozessus vaginalis. Und dabei kommt es eben eigentlich über die Leistenringe zu einem gewissen oder zum direkten Kontakt zur Bauchhöhle. Und wenn wir quasi in der Bauchhöhle sind, haben wir eine Öffnung und haben die Gefahr, dass dort zum Beispiel dann irgendwann auch der Darm, wenn wir ein älteres Pferd kastrieren, einen Darmvorfall haben, weil die Leistenringe dann meistens schon größer sind. Das heißt, unbedeckt werden meistens junge Hengste bis maximal 3 Jahre kastriert. Einfach um diese Gefahr zu umgehen. Ich habe nochmal nachgefragt, das fand ich ganz spannend. Die Michi hat eine Freundin, die gerade Praktika macht beim Tierarzt und Tierärztin werden will. Die ist schon fertig. Und ich wollte wissen, warum denn überhaupt unbedeckt dann kastriert wird.
Und was hat sie gesagt, so schön? Plump gesagt, wollen die Ärzte gerne sehen, was sie da in der Hand haben. Also man kann natürlich besser sehen, bei der unbedeckten Kastration siehst du eben auch den Samenstrang wirklich und den Hoden, also weil es eben freigelegt wird. Und unbedeckt bedeutet letztlich, dass der Samenstrang eben gequetscht wird, abgetrennt, aber eben nicht abgebunden wird. Und wir haben hier den einzigen Vorteil eigentlich für den Tierarzt vielleicht, dass er sehen kann, wie viel er da rausgenommen hat, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Man muss schon eine Menge rausnehmen, damit man sich sicher sein kann, dass auch die Keimdrüsen eben mit weg sind. Und der Vorteil ist vielleicht, dass die Pferde keine Nahtmaterialunverträglichkeit bekommen. Und der Nachteil ist eben diese Geschichte, dass eben so ein Darmvorfall ja. Und unbedeckt kann man bis zum, also hast du gesagt, bis dreijährig macht man das? In der Regel macht man das so bei jungen Hengsten bis maximal 3 Jahre und manchmal ist es vielleicht auch klug, doch mal abzuklären, wie groß der Leistenring eventuell schon ist. Aber hast du das nicht erzählt, das Vierjährige, das war deiner nicht vierjährig und draußen und unbedeckt? Nee, nur draußen. Okay. Und im Stehen. Ach so, und im Stehen, ja, ja, genau. Mhm. Gut. Die bedeckte Kastration, da wird eben dann am Ende nur der Hoden freigelegt und der Prozessus vaginalis bleibt verschlossen. Entschuldigung, sagst du nochmal, was bedeckt und unbedeckt tatsächlich heißt? Also ja, genau, also bei der unbedeckten haben wir sowohl den Schnitt am äußeren Hodensack und wir öffnen auch den Prozessus vaginalis, also die Haut, die direkt nochmal den Hoden umkleidet. Mhm. Das heißt, wir machen überall einen Schnitt durch. Mhm. Und weil wir den Prozessus vaginalis, der ja aus dem Bauchfell herauskommt, durchschneiden, haben wir einen direkten Kontakt zur Bauchhöhle. Deswegen unbedeckt. Deshalb unbedeckt, offen quasi und die Gefahr, dass aus der Bauchhöhle quasi der Darm vorfallen kann, ist dort gegeben. Mhm. Deshalb eher bei jungen Pferden, Leistenring noch klein, kann nicht so schnell was durchrutschen. Gut. Und wir haben eben bei der unbedeckten, dass eben nicht abgebunden wird. Mhm. Ja, bei der bedeckten wird der Samenstrang gequetscht, durchtrennt und abgebunden. Mhm. Das heißt, also es geht ja immer darum, es möglichst unblutig auch zu machen, damit wir nicht so Schweinereien eben haben und eben auch das Infektionsrisiko nicht so groß sein soll. Wie gesagt, der wichtigste Punkt dabei ist, glaube ich, wirklich, dass wir das eine Mal eben einen Kontakt zur Bauchhöhle haben und beim anderen Mal nicht und das eben unbedeckt eher bei jüngeren Hengsten stattfinden sollte und bedeckt dann eher bei älteren. Und diese Methoden können sowohl in der Klinik als auch draußen stattfinden und auch stehend und eben in Vollnarkose. Die sicherste Methode ist sicherlich die Behandlung unter Vollnarkose in der Klinik unter sterilen Bedingungen. Der Vorteil hier ist ganz sicher, dass wir hier natürlich die Gefahr der Wundinfektionen am geringsten haben und wir natürlich hier auch die Nähte, also die Wunden quasi vernähen können. Das heißt, weil die Gefahr von Keim wesentlich geringer ist und dann ist natürlich die Wundversorgung viel geringer bis gar nicht. Also wenn ich draußen was mache, bei mir am Stall, habe ich eine offene Wunde und es muss das Pferd bewegt werden und es muss eine Nachversorgung vom Besitzer letztlich stattfinden. Und das muss auch wirklich regelmäßig und nicht nur einmal am Tag möglichst kontrolliert werden. Und das ist natürlich in der Klinik nicht unbedingt gegeben. Auch da kann es natürlich immer mal Komplikationen geben, aber letztlich ist es sicherlich ja, weniger gefährlich in Anführungsstrichen, als wenn ich es jetzt draußen mache. Also naja, also ich habe halt die andere Risiko bei der Vollnarkose, dass das Pferd zum Liegen gebracht wird und noch wieder aufstehen muss. Das muss man dann natürlich auch abwägen.
Und genau, das wären sicherlich auch die Nachteile. Die Nachteile sind immer die Vollnarkose. Auch das Ablegen kann natürlich Gefahren bergen. Es ist auch sicherlich besser, es draußen zu machen, auf dem Sandboden oder auf der Wiese, als in einer Box, wo vielleicht Späne oder Stroh oder Matten, weiß ich nicht, mit irgendwas liegen und die wegrutschen. Und auch beim Aufstehen eventuell können sie sich genauso verletzen. Ne? Das ist einfach so. In den Kliniken haben die natürlich meistens Aufwach- und auch Ablegeboxen. Mhm. Und wenn man es zu Hause macht, ist es, glaube ich, schon immer am besten, es in der freien Natur zu machen und zu gucken, dass die Pferde da sicher liegen können. Genau, also der Nachteil einer OP in der Klinik ist sicherlich der Preis, wenn man keine Versicherung hat und eben die Vollnarkose. Die hast du natürlich auch vielleicht Stress für das Pferd, ne? Also genau, der Stress fürs Pferd ist natürlich auch mal so ein bisschen, ich glaube, die müssen ja auch nüchtern sein vorher. Und ich glaube, wenn du in die Klinik gehst, dann sind die sowieso aufgeregt. Und naja, von daher ist das, glaube ich, immer so ein bisschen abzuwägen für jeden, wie er sein Pferd dann kastrieren lassen möchte. Und klar, wenn ich mir unsicher bin, ob ich vielleicht auch einen Hengst habe, wo die Hoden gar nicht richtig rausgekommen sind oder so, dann würde ich, glaube ich, sowieso immer in Vollnarkose vorschlagen, liegend. Auch da kann man, glaube ich, gucken, ob man es zu Hause macht oder nicht. Obwohl, ich glaube, die müssen in der Klinik auch operiert werden, weil du dann doch schon eine größere OP. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen oder einwerfen, du hast ja gerade gesagt, wenn man nicht gerade eine Versicherung hat, also wir sprechen jetzt hier nicht von einer OP-Versicherung, sondern von einer Krankenversicherung, ne? Weil die OP-Versicherung, die kommt mit Kastration auf. Ja, obwohl es gibt, glaube ich, angeblich mittlerweile schon Versicherungen, die dafür werben, dass sie auch bei Kastrationen, wenn man es in der Klinik macht, okay. Ja, ich meine sogar, ich nenne die jetzt nicht so wurscht. Muss man sich aber vorher informieren. Ja. Bitte? Genau, da muss man sich vorher informieren. Ne? Also wenn man keine Krankenversicherung hat, sondern nur eine OP-Versicherung, dann sollte man das vorher abklären, weil im Prinzip ist es ja ein freiwilliger Eingriff, der nicht aus einer Not heraus entsteht. Das wollte ich nur kurz noch anmerken. Genau, das stimmt. Genau, und dann können wir nochmal ganz kurz, also das reiße ich jetzt aber auch nur so ganz kurz an, ne? So diese Kastrationskomplikationen, das können natürlich Nachblutungen sein, das können eben diese sogenannten Darm- und Netzvorfälle sein, dann kann es auch zum Stauen kommen von Sekret und also aus der Kastrationswunde letztlich. Und wir können Samenstranginfektionen und auch Fisteln bekommen. Und die kommen doch öfter vor, als wir oft so glauben. Ne? Also ich habe jetzt gerade auch wieder erlebt, auch manchmal tatsächlich eine Ecke später. Und dann bringen die Leute das manchmal gar nicht mehr mit der Kastration zusammen. Also oft ist es natürlich so im Zeitraum von 4 bis 8 Wochen oder so. So eine Fistel muss ja auch erstmal reifen. Aber wenn die klein bleiben und der Wallach gar nicht so Symptome zeigt, dann kann das auch mal länger her sein. Und also Quintessenz ist, das ist ein großer Eingriff, es werden unterschiedliche Strukturen verletzt und die Nachwirkungen, also auch die Auswirkungen dieser Kastration, die können auch noch Monate nach dem Eingriff auftreten. Also für alle, die jetzt zuhören und die das noch vor sich haben oder die gerade eine Kastration mit ihrem Pferd durchgeführt haben, denen sei angeraten, dass sie genau beobachten, wie das Pferd sich verhält und wie die Symptomatik sich zeigt und auch dem Tierarzt immer wieder einen Hinweis darauf geben, weil Tierärzte das auch nicht immer in Zusammenhang bringen, weil es denn schon so lange her ist. Ne? Genau, also auch da, ich hatte jetzt gerade ein Pferd, das, oder die Besitzerin hat mir das erzählt, dass der plötzlich so extrem unwillig wurde, der wird gerade erst auftrainiert und das war eigentlich ein ganz netter Kerl vor der Kastration, auch in den ersten Wochen nach der Kastration. Und dann wurde er aufmüpfig. Und dann hat sie durch Zufall gesehen, dass sich eine Falte gebildet hat in dieser Schlauchtasche. Und da drin hatte sich Sekret gesammelt, also Eiter. Und das ist dann behandelt worden. Und
wenn da jemand dann denkt, was stimmt denn jetzt mit dem Pferd nicht und fängt an, den zu erziehen und eigentlich sagt er, ich habe so Schmerzen, ich kann und will nicht laufen, das kann eben auch mal nach hinten losgehen und man hat es so nicht gesehen, der war von außen nicht geschwollen, sonstiges. Und das war auch schon eine ganze Zeit nach der Kastration. Da hatte ich den zwischenzeitlich sogar schon behandelt. Okay. Gut, also es tut jeder gut daran, der das jetzt vor sich hat, sich genau zu informieren. Also natürlich abhängig davon, wie alt das Pferd ist, welche Möglichkeiten es gibt, abzuwägen, ob ich dann mit dem Pferd in die Klinik fahre oder das am Stall machen lasse. Man muss natürlich auch einen versierten Tierarzt haben, der sich ein bisschen auskennt mit der Thematik. Ich kann da auch vielleicht jetzt gleich mal meine Geschichte von der Kastration meines Pferdes erzählen, weil es stand mir sehr bevor, wie man so schön sagt, weil ich wusste damals schon, dass es ein großer Eingriff ist und ich wusste nicht, welchem Tierarzt ich mich da anvertrauen soll, zumal mein Pferd in einem Bereich stand, was gar nicht so mein Heimatbereich war, also stand in einem anderen Gebiet von Nordrhein-Westfalen und ich musste mich erstmal informieren, welcher Tierarzt da in Frage kommt, habe mir dann Informationen eingeholt und habe dann abgewogen, Klinikaufenthalt im Gegensatz zu Stall-Eingriff und habe mich dann für einen Eingriff im Stall entschieden, weil ich gedacht habe, ich vermeide so Stress bei dem Pferd und es geht insgesamt schneller und ich war auch bereit und hatte Zeit eingeplant für die Nachsorge. Und es war aber so ein bisschen heikel, weil das Pferd war damals schon fast 4 und ein sehr groß gewachsenes Pferd. Also mir wurde auch erklärt, dass Strukturen, also das ganze Gewebe natürlich schon entsprechend ausgebildet ist beim 4-jährigen Pferd, anders als beim 2-jährigen Pferd. Und es war, also es stand wirklich so ein bisschen auf der Kippe, ob man das noch im Stall machen könnte. Aber die Tierärztin, die kam, die kannte sich sehr gut aus, hat das in Augenschein genommen und hat dann gesagt, das können wir machen und hat das auch relativ zügig durchgeführt, unter örtlicher Betäubung, also mit Sedation natürlich. Und das Pferd hat das auch damals ganz gut weggesteckt. Für mich war das ein Riesending. Ich habe mir vorher, ich hatte wirklich schlaflose Nächte, weil ich wirklich das alles richtig machen wollte und nur das Beste wollte natürlich für mein Pferd, aber ich wusste auch nicht vorher, welche Komplikationen mir drohten. Im Nachhinein bin ich froh, dass es nur eine extreme Schwellung war, also ein paar Tage danach, obwohl der Eingriff im Januar in einem sehr kalten Monat vorgenommen wurde, war die Schwellung sehr groß. Also der entleerte Hodensack schwoll so an, als wäre der nochmal doppelt Hengst geworden. Also das, was da dann runterhing, war doppelt so groß wie vorher. Und da habe ich mir natürlich sehr Sorgen gemacht, weil die Schlauchtasche damit auch zugeschwollen war und ich wirklich gedacht habe, der kann nicht mehr Wasser lassen, weil er auch den Schlauch gar nicht mehr ausfahren kann, weil es so alles komprimiert geschwollen war. Aber die Tierärztin hat mir dann Mut gemacht und hat gesagt, das wäre alles im Bereich des Normalen. Und ich habe bewegt und gesäubert und habe danach zumindest strukturell und äußerlich keine Komplikationen gehabt. Was das Pferd davon mitgenommen hat, physisch und an Veränderungen, also an körperlichen Veränderungen, von denen ich damals auch noch gar keine Ahnung hatte, darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge. Aber erstmal war das Pferd nach dieser OP über den Berg. Der Grund, mich überhaupt für die Kastration zu entscheiden, war, dass ich mein Pferd unbedingt in eine Offenstallhaltung in einer gemischten Gruppe halten wollte, in der Nähe von mir. Und dafür war das natürlich unabdingbar. Also es war keine Option, dass er Hengst bleibt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dieses Pferd in Einzelhaft zu lassen. Und das war für mich die Motivation. Das Pferd war vorher nicht auffällig, also er war weder schwierig im Umgang
noch besonders hengstig. In dem Stall, wo ich war, gab es auch ein paar Stuten, da hat er gar nicht so reagiert. Also ich hätte vom Verhalten her das nicht gemusst, aber ich wusste, wenn er in diese Offenstallhaltung soll, dann ist diese Entscheidung, muss gefällt werden. Und dann war halt die Frage, wann ich das tue. Und da habe ich mich entschieden, eben das kurz bevor er 4 wurde, weil ich gedacht habe, je länger ich warte, umso komplizierter wird es. Ja, das war jetzt also meine Geschichte. Und wir haben ja noch, wir haben heute insgesamt 5 Pferde, die wir vorstellen. Und ich gebe dann mal direkt das Wort an Michi weiter, weil die hat 3 Hengste, die jetzt inzwischen keine Hengste mehr sind. Erzähl doch mal, Michi, wie das bei deinem ersten Diabolo war. Genau, der Diabolo, der lebt leider heute nicht mehr. Den habe ich damals 3-jährig gekauft und der war damals noch Hengst und der sollte auch in der Offenstallgruppe. Und dann war klar, dass er kastriert werden soll, weil ich den auch nicht alleine halten wollte. Und der wurde dann 3-jährig kastriert. Das wurde damals am Offenstall auf seinem Auslauf gemacht, im Stehen. Ich weiß noch, er hat damals eine Drainage dann auch da reingelegt bekommen, die dann vernäht worden ist. Leider hat die Drainage nicht das getan, was sie tun soll, also dass das Sekret abfließt, sondern leider ist es eher verstopft und hat sich alles entzündet, der ganze Bodensack und alles. Das war echt gar nicht schön. Und deswegen hatte ich mit dem Diablo eine nicht so schöne Erfahrung mit dem Kastrieren. Der ist danach auch sehr eingefallen, energetisch eingefallen, körperlich eingefallen und war sehr wesensverändert danach. Und das habe ich, diese Energie ist auch nie wieder gekommen. Ich hatte damals noch nicht die Ahnung, was eine Kastration, was die Narben, was sie alles für nachwirkende Auswirkungen haben und habe ihn deshalb leider auch erst sehr, sehr, also einige Jahre später daraufhin überhaupt behandeln lassen. Ja, und deswegen hatte ich mich dann auch bei meinem Don, den ich 2,5-jährig bekommen habe, als Hengst aus Spanien, schwer getan, den kastrieren zu lassen. Den wollte ich gerne so lange Hengst lassen, wie es eben funktioniert oder wie es geht, weil ich diese Erfahrung gemacht hatte, dass der Diablo so energetisch eingefallen war. Das habe ich auch relativ lange hingekriegt. Ich hatte den Don dann mit einem Wallach auf einer großen Wiese stehen. Dann hat er aber leider, als ich gerade im Urlaub war, ist er über den Zaun gesprungen und zum anderen Hof gelaufen und hat dort einen Zaun kaputt gemacht. Und man kann sagen, er hat dort 5 Stuten regelrecht vergewaltigt. Also der hat die sahen schlimm aus. Die hatten überall Wunden am Rücken, an der Scheide. Die gingen teilweise lahm. Also der hat echt umgewütet. Und ich bin dann sofort wieder nach Deutschland geflogen und dann war klar, jetzt muss ich ihn kastrieren lassen, weil jetzt hat er immer Blut geleckt und die Alternative wäre gewesen, ich sperre ihn ein und das wollte ich für das Pferd auf gar keinen Fall. Ja, und dann habe ich ihn sehr kurzfristig leider dann auch im Sommer kastrieren lassen müssen und dann war auch klar, ich fahre in eine Klinik. Also das stand dann außer Frage, ob ich es am Stall mache oder in der Klinik, weil es war einfach eine zu große Gefahr von der Infektion und von den Fliegen her. Beim Don wurde ich auch gut aufgeklärt, also hatte ein Narkosevorgespräch mit dem Tierarzt. Die OP an sich ist auch gut verlaufen. Der hatte 2 kleine Nähte, also manchmal wird ja auch nur eine Naht gemacht. Die Wunde ist super verheilt. Leider ist es aber dort so passiert, dass als ich das Pferd abholen wollte, mir beim Gespräch bei der Abholung gesagt wurde, ich sollte mal ein bisschen nach ihm gucken, er hätte ab und zu gehustet. Und als ich in den Stall kam, habe ich gedacht, das ist nicht mein Pferd. Also es war 2 Tage nach der OP. Und an dem Tag direkt nach der, also an demselben Tag nach der OP war ich abends bei ihm und da war er besser drauf als an dem Tag, als ich ihn abholen sollte. Stand er total apathisch in der Ecke. Und dann habe ich den Tierarzt geholt und habe gesagt, also so nehme ich den nicht mit, der sieht ja völlig apathisch aus. Dann hat er seine Tierarzthelferin gefragt, ob der nochmal Fieber gemessen worden wäre. Und dann meinte die, nee, das hätte der sich nicht machen lassen. Und ich hatte extra, als ich das Pferd in die Klinik gebracht habe, darauf hingewiesen, dass er nicht einfach ist,
sich nicht von jedem händeln lässt. Und dass, wenn was ist, dass sie mich bitte anrufen sollen, ich würde sofort kommen und das machen. Und ja, dann habe ich dem Pferd Fieber gemessen und er hatte 42 Grad Fieber. Heißt, wenn ich nichts gesagt hätte, hätte ich ein Pferd mit 42 Grad Fieber mit nach Hause genommen. Und ja, warum hatte er das Fieber? In der Klinik war Influenza ausgebrochen. Und ich, ist jetzt eine Vermutung, aber ich schätze mal, das war schon bekannt, bevor ich ihn abgeholt habe, weil er ja gesagt hatte, auch mit dem Husten, und ich soll mal gucken und vielleicht in Quarantäne stellen, wenn er bei mir ist. Also das ist nicht so schön abgelaufen. Er war dann noch eine gute Woche oder fast zwei Wochen länger dort. Das Positive daran war, er konnte schön ruhig halten für seine Wunde jetzt. Seelisch war das natürlich eine Katastrophe. Ich habe dann die Wunde jeden Tag mit Narbensalbe behandelt, gegeben, habe mit Ampibet energetisch behandelt. Also von der Wunde her ist das dann wirklich super verheilt. Und hatte dann die Tatjana auch ein paar Monate später zur Traumabehandlung da. Ja, und ach so, und bevor ich ihn in die Klinik, das ist bei mir sehr wichtig, bevor ich ihn habe kastrieren lassen, habe ich mich zu ihm auf den Auslauf gesetzt und ihm mit ihm geredet und ihm gesagt, warum das gemacht werden muss. Ja, also ich kann jetzt jeder denken, was er will darüber, aber ich habe ihm erklärt, warum das jetzt sein muss und dass das der Weg ist, um ihm die Freiheit und das Leben mit anderen Pferden weiterhin zu ermöglichen. Und auch nach der Kastration oder auch heute noch sehe ich ihn wie meinen Don, der Hengst. Und das finde ich ganz wichtig, dass man den Pferden trotzdem die Energie dieser Männlichkeit gibt, ne? Weil das verlieren die halt eben doch sehr oft. Mhm. Ja, und dann habe ich jetzt im Februar dieses Jahres mir einen Lusitano-Hengst gekauft. Der kam von der Cavaluna-Show aus dem Stall und der stand immer in der Box, isoliert in der Box, aber schon bei Stuten. Und die Besitzerin sagte mir auch, dass der jetzt gar nicht hengstig wäre. Und deswegen hatte ich mit der Stallbesitzerin gesprochen, dass wir das probieren, dass er Hengst bleiben kann. Ja, und dann kam er an und dann hatten wir den erstmal separat gestellt in einem kleinen Offenstall. Und dann hat er aber ein Riesentheater gemacht. Der stand zwischen Wallachen und Stuten und er wollte nicht zu den Stuten, er hat sich überhaupt nicht interessiert für die Stuten, aber er wollte vehement zu den Wallachen und hat mir auch zwei Zäune eingerissen, um zu den Wallachen zu kommen. Dann habe ich den komplett eingesperrt mit Panels in der Weidehütte. Da ist er mir an den Panels hochgestiegen und ich habe gedacht, der bricht sich gleich irgendwas. Also habe ich die ganze Nacht teilweise mit am Strick in der Heuraufe gesessen und den festgehalten quasi. Dann habe ich am nächsten Tag ihn mit meinem Don zusammengelassen, weil ich dachte, okay, der will einfach nicht alleine sein. Dann bringst du ihn halt mit dem Don zusammen. Er hat den Don behandelt wie eine Stute, fand der Don auch nicht so witzig. Und dann hat aber, als sie zu zweit standen, der Don, also der Wallach, den Hengst verkloppt wegen den Stuten. Und hat den durch den Zaun gekloppt. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt er zu mir nach Hause. Da stehen keine anderen Pferde. Und dann kamen beide Pferde zu mir nach Hause. Und dann habe ich gesagt, jetzt, dann wird der Jupiter kastriert. Und im Mai, wenn die Pferde auf die Weide gehen, alles trocken ist, dann kommen beide wieder in die Wallachherde. So. Und dann habe ich den Jupiter auch in eine Klinik gefahren. Das war von Anfang an nicht so schön. Also ich habe den mit einem sehr, sehr schlechten Bauchgefühl dagelassen. Ich war in der Klinik vorher noch nie, hatte aber nur Gutes von der Klinik gehört und habe einen Termin am Telefon ausgemacht, bin dahin gefahren. Pferd stand auch auf dem Hänger, dann bin ich rein, habe mich angemeldet und dann muss man ja so einen Bogen ausfüllen, Anmeldebogen. Und ich sollte ohne ärztliches Gespräch die Narkoseaufklärung unterschreiben. Und mir wurde an der Anmeldung gesagt, ja, sie bringen dann ihr Pferd in die und die Box. Ich war noch nie da. Es ist niemand mitgegangen, hat mir das gezeigt, gar nichts. Und dann habe ich mein Pferd abgeladen, bin da reingegangen in die Box und dann ist mir erstmal aufgestoßen, dass die Heunetze utopisch hoch aufgehangen waren, sodass mein Pferd hätte so Heu fressen müssen. Da bin ich dann auch erstmal an die Anmeldung gegangen, habe gesagt, ich habe das rausgetan, ich möchte nicht, dass der aus Heunetzen fressen muss.
und habe auch dann darauf bestanden, dass ich mit einem Arzt sprechen kann, weil ich gesagt habe, ich kenne sie ja überhaupt gar nicht. Ich bringe ja nicht einfach mein Pferd hier hin. Der wird hier operiert. Ich möchte zumindest, auch wenn ich Tierarzthelferin bin und weiß, wie es abläuft, möchte ich mit jemandem sprechen, dass ich weiß, wo ich hier mein Pferd abgegeben habe. Und das wurde dann auch gemacht. Die Tierärztin war auch sehr nett. Die hat mich dann auch aufgeklärt über alles. Das war auch super dann. Aber ich musste es erstmal darauf bestehen, dass jemand kommt. So, und dann die OP an sich ist auch gut verlaufen. Als ich ihn dann abgeholt habe, habe ich eine Freundin mitgenommen. Ich bin in die Anmeldung rein, habe bezahlt. Meine Freundin kommt hinten aus der Box, guckt mich an und sagt dann, hier stimmt was nicht. Und dann hatte der ein total dick geschwollenes Gesicht. Dicke Lippen, als wären die aufgespritzt geworden. Dicke Augen, Husteln am Bauch und zwischen den Beinen. Und hatte sein Futter, was ich ihm mitgebracht hatte, ich habe das abgefüllt, hat er auch nicht gefressen. Ich habe ihn nachmittags abgeholt. Heißt, niemandem ist aufgefallen, dass das Pferd sein Futter morgens nicht gefressen hatte. Wie lange er da mit den Schwellungen stand, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich jemanden kommen lassen, war dann auch sehr sauer. Der Tierarzt, der dann aber kam, der war dann sehr zuvorkommend und hat dann auf seine Kappe noch eine Blutanalyse machen lassen. Die war unauffällig, der hat wahrscheinlich auf irgendwas allergisch reagiert. Und ich sollte ihn dann auch schon früher mit nach Hause nehmen. Also die hatten vorher schon angerufen, holen Sie bitte früher ab, weil der so panisch war, die haben die Medikamente nicht reinbekommen. Und deswegen hatte ich auch den Verdacht, dass sie sich den gar nicht so genau angeguckt haben, weil er sich nicht anfassen ließ. Ja, und dann habe ich ihn mitgenommen und den auch mit Narbensalbe, Bema, Amplivet energetisch behandelt. Und also ich kann jetzt dann kurz mal ein kleines Fazit bilden. Also Fazit ist, nur weil euer Pferd in der Klinik ist, heißt das nicht, dass dort alles immer nach Plan läuft. Also erste Geschichte, also der Diabolo war die eine Sache, aber die erste Klinikgeschichte von Michi sagt, das Pferd ist mit Influenza infiziert worden. Das Klinikpersonal hat das Pferd nicht engmaschig kontrolliert und nicht Fieber gemessen, weil die dem Pferd nicht Fieber messen konnten. Das ist natürlich ein Ding. Also da denkst du nicht daran, dass da sowas passieren kann. Obwohl Michaela als Besitzerin gesagt hat, wenn irgendwas ist, ruft mich an, haben sie es nicht gemacht. Beim Jupiter, das Pferd konnten sie auch nicht so wirklich anfassen und haben offensichtlich auch nicht so nachgeguckt, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Also was mir sagt, selbst wenn ich mein Pferd in die Klinik, in die Obhut von Professionellen gebe, bin ich gut daran beraten oder damit beraten, immer noch mal wieder zu hinterfragen, selber zu gucken, selber zu checken und mich nicht darauf zu verlassen, dass nur weil das Pferd in der Klinik ist, das alles professionell abläuft. Also das ist für mich jetzt ein ganz großes Learning aus deiner Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, jetzt hat ja Sandra auch noch ein Pferd, was kastriert wurde. Sandra, erzähl doch mal, was deine Motivation war und wie das bei dir abgelaufen ist. Ja, also vorweg kann ich schon mal sagen, dass ich im Gegensatz zu dem, was Michaela gerade erzählt hat, wirklich Glück hatte. Also ich habe eine sehr gute Klinik gehabt und da lief alles tippitoppi. Also da war ich auch nicht nur einmal in dieser Klinik, also zur Kastration davor war ich auch schon mal dort und auch im Nachhinein war ich noch öfter dort und das lief immer alles ganz toll, auch mit Aufklärung vorab und so weiter. Also es gibt auch solche. Und auch von der Klinik habe ich auch noch nie was Schlechtes gehört. Also die kenne ich wirklich schon lange, schon ich habe das erste Mal mit 17, glaube ich, dort ein Pferd gehabt und das ist ja jetzt auch schon 26 Jahre her und wie gesagt, nie was Schlechtes gehört, immer nur gute Erfahrungen gemacht. Das vorweg. Also meine Motivation, als ich meinen Hengst aus Spanien bekommen habe, 2018 hast du ja vorhin gesagt, Karin, du hast mich nochmal korrigiert, ich dachte, es sei 2017 gewesen. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht kastrieren lassen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Wallach und es war schon zu dem Zeitpunkt so, dass mein Mann und ich nach einem Hof gesucht haben, wo wir unsere Pferde auch mitnehmen können. Und zu dem Zeitpunkt standen sie dann eben noch in Pensionshaltung bei einem sehr toleranten Stallbetreiber, muss man sagen, der sich auch einverstanden erklärt hat, dazu einen Hengst aufzunehmen, was ja
auch schon mal toll ist. Ne? Also es war eine Anlage, wo die Pferde eben tagsüber auf Paddock standen, nachts im Stall, in der Box. Und mein Wallach stand zu dem, also mein anderer Wallach stand zu dem Zeitpunkt alleine. Und so eine Woche nachdem mein zweites Pferd dann ankam, haben wir sie auch zusammengestellt und das lief von Anfang an wirklich problemlos. Also der war schon in Spanien unkompliziert, da habe ich den kennengelernt, ja, auf dem Kurs, und der war total entspannt, so, und konnte auch mit dem arbeiten, ich konnte mit dem ins Gelände gehen, ich konnte mit dem spazieren gehen, auch wenn es Stuten entgegenkam, es war alles überhaupt gar kein Thema. Und das, was dann das Problem war, dass die anderen Einstaller auf dem Betrieb, in dem Betrieb, die Stuten hatten. Die Stuten sind total ausgeflippt, weil sie diesen Hengst anscheinend mitbekommen haben und konnten dort nicht mehr vorbeigehen, auch schon von Weitem. Die Stuten sind völlig, völlig kirre geworden. Ja, also nicht alle, aber einige. Und ja, da wurden die Rufe dann irgendwann immer lauter und irgendwann kam der Stallbetreiber dann eben doch auf mich zu und meinte, du, pass auf, du hattest ja am Anfang gesagt, wenn nichts geht, wenn gar nichts mehr geht, dann kannst du ihn auch legen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann machen wir das. Also ich hatte jetzt eh nicht vor zu züchten oder sonst Ziegels, ne? Und aber hatte mir schon im Vorhinein gedacht, es muss ja nicht sein, also warum soll ich ihn kastrieren lassen, wenn es nicht nötig ist. Ja, und hat er, wie gesagt, mit meinem anderen Wallach gut geklappt. Aber dann stand das eben im Raum und ich wusste auch, zu welcher Klinik ich fahre, aus vorher genannten Gründen. Hat einen Termin auch gemacht, bin hingefahren, bin auch aufgeklärt worden, also das Ganze drumherum. Nachsorge hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, nach 3 Tagen habe ich ihn wieder abgeholt. Da an dem Pensionsbetrieb wurde alles so gemacht, dass er trotzdem draußen stehen konnte mit den anderen zusammen tagsüber. Also das war alles komplikationslos eigentlich. Und ich habe auch bei ihm jetzt nicht sofort irgendeine Veränderung bemerkt. Also wie gesagt, er war vorher auch schon umgänglich und total unproblematisch und war eben auch noch danach. Und und dann lief das so, alles ganz gut abgeheilt, war alles kein Problem. Die hat zwar, glaube ich, noch 2 oder 3 Mal da danach und war alles schick, also war alles gut. Und der wird wieder langsam aufgebaut, was man eben so macht nach so einem Eingriff. Also das war eine unter Vollnarkose logischerweise in der Klinik, eine Kastration. Der war zu dem Zeitpunkt auch schon 6. Und ja, und dann es ist ja trotzdem, das habe ich aber auch nicht sofort irgendwie damit in Verbindung gebracht, aber dann war es eben im Nachhinein, so ein paar Monate später, dass dann die erste Kolik kam und das war eine krasse Kolik, also eine Kolik mit Not-OP, wo er sofort in die Klinik musste und sofort operiert werden musste, wurde aber auch nicht in Verbindung mit der Kastration gebracht. Also ich hatte vorhin nochmal überlegt, also ich denke, es war so 3 Monate nach der Kastration. So, und da hat eigentlich das Übel dann seinen Lauf genommen. Also mit der ersten Kolik, da folgten dann auch noch einige. Und es ist jetzt, das war ja im Jahr 2018, also die erste Kolik war im September 2018. Die letzte war dann 3/4 Jahr später, seitdem nicht mehr, aber ganz viele andere Sachen bis heute. Also ich habe auch kein Reitpferd mehr, also ich bin wirklich nur am Umdoktern bei ihm und es sind immer wieder neue Sachen, die aufploppen. Jetzt aktuell eine schöne Mauke oder sowas Ähnliches oder eine Kontaktallergie, Hautprobleme eben. Und Fesselträgerschaden, Magenprobleme hatte er, Husten hatte er ab und zu, was ich aber der fehlenden Bewegung zuschreibe. Also das ist total schwierig, ne? Also zu sagen, haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen im Vorhinein, schwierig zu sagen, was da, ob das alles mit der Kastration zusammenhängt oder was davor schon da war. Aber ja, ich weiß nicht, ob es eben, wenn die Kastration nicht stattgefunden hätte, ob es anders gelaufen wäre, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es seitdem irgendwie alles echt, ja, also scheiße ist eigentlich. Ja, also wirklich Geschichten, die uns zum Nachdenken bringen sollen und wir können ja viel selber nachdenken, aber es gibt auch Zusammenhänge, die hergestellt werden können. Und das ist das Thema von der nächsten Folge, wo Tatjana uns aufklären wird darüber, was Kastrationstraum eigentlich sind und ob und wie die aufgelöst werden können.
und wie sich das äußert bei Pferden. Weil viele denken, das ist halt das Normalste auf der Welt, weil es so unglaublich viele Wallache gibt, weil das eigentlich das Normalste tatsächlich ist, dass männliche Pferde kastriert werden. Stutenbesitzer haben damit ja gar nicht so viel am Hut, aber die Besitzer von männlichen Pferden, meistens haben die schon Wallache, wenn die die Pferde kaufen, aber sie wissen nicht, ob vielleicht die eine oder andere Verhaltensauffälligkeit oder die gesundheitliche Problematik, die der Wallach zeigt, vielleicht tatsächlich mit der Kastration zusammenhängt. Und das besprechen wir dann beim nächsten Mal. Für heute erstmal ganz vielen Dank. Ich fand das sehr interessant, auch nochmal die unterschiedlichen Geschichten zu hören, die unterschiedlichen Motivationen für die Kastration. Ich denke, dass die Zuhörer sich da wiederfinden, weil das waren jetzt nur 5 Pferde, die wir besprochen haben, und da draußen gibt es so unendlich viele Pferde, die jetzt gerade vor dieser Entscheidung stehen, beziehungsweise die Besitzer. Und wenn da noch Fragen zu sind, schreibt uns bitte eine Mail und wir versuchen das dann zu beantworten oder entsprechend euch an Tierärzte weiterzuleiten. Für heute sage ich jetzt erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss.